Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, nur mal mit den Leuten zu einem neuen Part. Zu einem neuen Setlog. Hier, das ist meine kleine Schlafkajüte. Ja, mein Bett. Das ist mein kleines, aber feines Bett. Da liegt noch ein Buch und meine Switch drauf. Da liegt mein Hut. Ja, hier die für die Nacht die Gardinen runtergezogen. Da fällt man eigentlich nur raus, bis in die. Da ist nichts zu sehen. Da geht es nur in den Hinterhof. Wand. Mich da vom Fenster. Schönen Ausblick. Hier liegt mein Krempel. Meine Wäsche. Hier Headset. Die Hülle von der Kamera. Und mein Laptop. Hui. Ja, mein Gepäck. Aber das ist noch nicht die ganze Ferienwohnung. Also wenn ich jetzt hier rausgehe, ist natürlich, ich mache hier Urlaub mit meiner Familie. Und hier geht's weiter. Das ist jetzt natürlich hier aus meiner Kammer raus. Für 5. Scott-Merch an. Hier haben wir die Wohnung. Da meine sehr große Uhr, die nicht richtig geht, stehen geblieben ist irgendwann. Ein Fernseher. Zwei Sofas und ein Sessel zum bequem Sitzen und da liegt schon ein Buch von meiner Familie, von irgendwem. Ein Sitztisch im Wohnzimmer. Das Wohnzimmer hat überraschenderweise kein WLAN. Hier ist ein Kamin. Ein Holzofen. Heizung hat die Wohnung auch. So ist es nicht. Hier kommen wir in den Flur. Da geht es nochmal hoch. Da sind weitere Betten. Da schlafen meine Schwestern und meine Eltern. Gehen wir nachher vielleicht noch hoch. Hier geht's runter. Da kann ich mit euch auch gleich mal rausgehen. Das Bad. Die Dusche. Und ein sehr großes Dings. Wie heißt das? Badewanne. Da ist nichts drin. Klo. Und da kommen wir in der Küche. Der Ort mit dem besten WLAN. Die Küche. Kein Besteck. Das da drüben. Hier. Da kann man sich was zu essen machen. Kaffee kochen. Toasten. Theoretisch auch was kochen. Sein Handy laden mit dem Lade-Akku-Dingens. Kabel. Theoretisch haben wir auch eine Spülmaschine. Eine Waschmaschine, mit der wir Wäsche waschen könnten. Die Küche atmet schwer. Die Uhr geht auch nicht ganz richtig. Oder geht die richtig? Die könnte fast richtig gehen. Ja, das haut hin. Links Licht gefilmt. Hier eine Frühstücksecke. Hier könnte man theoretisch Frühstück essen. Ist wackelig. Da würde ich nicht drauf essen. Da haben wir noch eine Veranda. Die ist noch raus. Balkon heißt das, nicht Veranda. Urlaub auf Balkonien. Ein kleiner Tisch und zwei Stühle. Kann man sich hinsetzen und sonnen. Und da sehen wir eine kleine Skyline. Keine große, aber eine kleine Skyline. Und Nachbarswohnungen. Stralsund. Ein Schornstein. Und das ist, glaube ich, irgendwie eine Kathedrale oder so, was wir da sehen. Das droht. Ja, hübsches Wetter heute. Obwohl der Wetterbericht gegenteiliges gesagt hat. Hier zurück in den Flur.
Dann zeige ich euch mal, was da oben los ist. Ich hoffe, da hängt nicht zu viel, liegt nicht zu viel Zeug rum. Mädelunterwäsche. Das wäre jetzt unangenehm. Ist noch das andere Klo. Hier ist noch ein Bett. Ja, theoretisch kann einer noch im. Ja, einen noch im Flur schlafen. Direkt neben der Treppe. Ich schlaf unter der Treppe. Wie Harry Potter. Hier sind auch noch mal 3 Betten. Dach ist ein bisschen schräg. Und da geht's runter, da geht's raus. Hier wird es gleich dunkel. Ein bisschen düster. Treppe runter. Fast gestolpert. Licht. Hier haben wir es. Oberdeck 3. Da geht es dann nochmal ganz runter. Hier geht's in die Ferienwohnung. Hier kommt man sozusagen rein. Na, hier hoch. Da ist man hier schon in der Wohnung. Et voilà. Und dann hier Wohnzimmer mit Kamin. Und hier mein Kabuff. Tada! Ein bisschen außer Atem. Die Treppe hoch und runter. Ich alter Asthmatiker. Puh, ja, da bin ich hier in meinem Kabuff wieder zurück. Habe ich euch eine kleine Roomtour gezeigt hier durch die Ferienwohnung. Eins habe ich noch vergessen. Ihr wisst Bescheid. Obligatorischer Bettentest. Ja, man kann drin schlafen. Naja, hab schon in besseren Betten geschlafen, aber so für 1-2 Nächte übers Wochenende, übers Pfingstwochenende, verlängertes Wochenende sind wir hier im Familienurlaub Stralsund. Ja, falls ich es noch nicht irgendwie anders gesagt habe oder gezeigt habe, Stralsund Urlaub. Na dann, ich hoffe, ich krieg noch ein bisschen was vor die Linse.
Fühlen sich alle bereit? Okay, dann starte ich jetzt die Aufnahme 3, 2, 1. Und damit seid gegrüßt, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge, bilateral, Folge 10 haben wir jetzt schon, Folge 10. Ich bin ganz gespannt, ich bin ganz aufgeregt. Jubiläumsfolge, Folge 10. Wir sind heute zu dritt. Modi ist mit dabei. Hallo. Modi ist mit dabei und wir haben heute einen Gast zur Special Folge 10. Haben wir uns einen ganz speziellen Gast eingeladen. Magst dich mal selbst vorstellen? Ja, mein Name ist Michael Bentele.
Mediterranean, das gehört mit zum Deutschen Meeresmuseum. Kaltwasserbereich, dargestellt in der Nordsee, Ostsee, Atlantik, die Wale 1:1 nachgebildet. Auf dem Dach oben die Pinguine. Man hat sich ja so zwischen die Speicher hier unten gesetzt. Moderne trifft Welterbe. Man sieht das nochmal vom Sund draußen. Na, da gibt es nochmal einen schönen Panoramablick auf die gesamte Altstadt. Das Häuschen direkt am Wasser hier unten mit dem Spitzdach. Da liegt unten der kleine Seenotkreuzer, die Lotsenwache. Die steinerne Fischbrücke, die letzte Pier hier quer ab. Na, der Name sagt es früher, was der Fischhandel. Mich nach oben, sollte es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und den nächsten Setlog irgendwann, schlimmer Schatten von der Brille, nicht verpassen wollt, ja, Abo da lassen, Däumchen, ihr wisst Bescheid, man sieht sich. Ciao, ciao.